Tag auch Leute, ihr habt wieder eingeschaltet zu Theme Hospital und wir sind ja frisch in die dritte Mission hier gestartet und ja, wie immer sollten wir sich erstmal durchlesen, was uns denn hier zu erwarten hat. Das war ja hier das Spielfeld mit dem Helikopter, also ich nehme an, da wird es jetzt um Notfälle gehen und ich sehe auch hier schon das Wort Notfälle, aber lesen wir mal durch. Dieses Mal befindet sich Ihr Krankenhaus in einem wohlhabenden Viertel. Der Gesundheitsminister schaut Ihnen über die Schulter und achtet darauf, ob Sie auch genügend Profit machen. Zu Anfang müssen Sie sich wieder um einen guten Ruf bemühen, aber wenn die Klinik erstmal richtig läuft, müssen Sie so viel Geld scheffeln wie eben möglich. Es besteht die Möglichkeit, dass Notfälle eintreffen. Das ist der Fall, wenn zur gleichen Zeit viele Leute mit derselben Krankheit erscheinen. Behandeln Sie innerhalb eines bestimmten Zeitlimits, dann wird sich der Ruf verbessern und Sie bekommen einen dicken, dicken Bonus. Krankheiten wie die Schmalzstimme können auftreten und Sie sollten Geld für den Bau eines OP mit einer dazugehörigen Station einplanen. Verdienen Sie 20.000 D-Mark, um den Level zu schaffen. Okay. Klingt doch erstmal ganz gut. Man sieht hier wieder, ich habe mehrere Möglichkeiten hier, das zu planen und ich habe mir natürlich davor wieder so ein klein bisschen Gedanken gemacht und ich sage jetzt schon, es wird wieder ganz schön eng werden. Ich starte hier nochmal neu, wie gesagt, dass wir die Zeit nicht verlieren. Und plan einfach mal so ein bisschen oder zeige euch mal, wie mein genauer Plan denn hier aussieht. So. Und zwar geht das hier erstmal los mit Allgemeinmedizin. Ist, denke ich, mal wieder klar. Hier den Aktenschrank hier hinten in die Ecke. Patient setzt sich natürlich noch ein bisschen schräg. Und ja, hier wieder das Übliche mit den Heizkörpern. Ich versuche mal hier, dass wir quasi hier einen hinstellen. So ein bisschen in den Raum vielleicht schon rein. Und dann direkt hier oben. Pflanze gibt es natürlich auch wieder direkt hinten an die Wand. Mülleimer ist auch da. Okay, damit hätten wir unser erstes Gebäude. Ja, Gebäude kann man ja nicht sagen. Unseren ersten Raum fertig. Dann direkt neben der Allgemeinmedizin wollte ich eigentlich noch eine Allgemeinmedizin bauen. Ich weiß nicht, ob da vielleicht jetzt von euch gleich mal Kritik kommt, dass man, glaube ich, keine zwei braucht, aber ich kann mich nur erinnern von früher, dass irgendwann so viele Patienten auch manchmal dann kommen, dass man sowas wirklich machen muss. Und ich verfolge einfach mal den Plan. Wie gesagt, kann sein, dass ich später meine Taktik alles ein bisschen ändern muss, aber ja, ich denke mal, so passt. Sieht jetzt ein bisschen langweilig aus, sieht halt fast genauso aus wie die erste Allgemeinmedizin. So, und hier oben haben wir jetzt noch Platz für die allgemeine Diagnose. Ich würde fast sagen, die bauen wir genauso hin. Machen wir auch die Tür hier hin. Das Gerät ein bisschen weiter vorne, dass der Patient da gar nicht so weit reinlaufen muss. Heizkörper nehmen wir mal zwei. Pflanze wie immer. Feuerlöscher. Den Heizkörper hier hinten mal ein bisschen zentraler hinstellen, Mülleimer, okay, passt. Genau, so habe ich mir das ungefähr auch vorgestellt. Und jetzt muss ich mal überlegen, wie es weiterging. Dann auf jeden Fall hier Psychiatrie. Die will ich hier oben hin haben. Und zwar genau, ich sag mal so, ein Feld abgetrennt. Die muss auch diesmal nicht so groß sein. Machen wir hier. Ja, okay, so groß muss ein Minimum sein. Dann verlängern wir sie noch ein klein bisschen. Tür zeigt hierhin. Hier wird umgezogen. Hier wird therapiert. So, zwei Heizkörper. Bücherregal. Ich hoffe, wir kriegen hier wieder alles rein. So, Heizung machen wir hierhin und hierhin. Pflanze. Oh, Bücherregal wird jetzt eng. Machen wir mal hier. Und Skelett stellen wir einfach direkt hier an die Tür. Ja, das gefällt mir eigentlich bis jetzt schon ganz gut. So, dann natürlich auch noch die Rezeption. Die bauen wir auch schon mal hin. Die will ich eigentlich hier gleich so am Eingang haben. Die Frage, ob ich hier noch was hinbaue. Eigentlich ja. Da wollte ich nämlich jetzt... Was wollte ich denn da nochmal hinbauen? Da war doch was. Ich wollte die Entlüftung, glaube ich. Die baue ich mal hier hin. So, ich hoffe, das klappt noch alles so, wie ich es mir mal ausgedacht habe. Ja, okay. Das könnte jetzt wieder eng werden hier mit dem ganzen Zeug hier drin.
Pflanze, ja, Pflanze passt nicht. Am Mülleimer passt. Gut, dann die Pflanze weg. So, und was wir unbedingt brauchen, sind ja Toiletten. Also die darf ich auf keinen Fall vergessen. Toiletten sind hier. Die machen wir mal. Ja, seht, so weit kann ich gar nicht hier reinbauen. Und jetzt habe ich halt doch relativ viel Platz, glaube ich, verschenkt. Wenn ich das mal so sehe. Oder ich muss die halt so bauen. Ja, ich muss die so bauen. Tür muss unbedingt hier hin, weil dann kriegt man nämlich das Waschbecken hier hinten hin und wir können insgesamt 4 Toiletten hier installieren. So. Ja, das sind manchmal so kleine Tricks, die man da wissen muss. Dass es ein bisschen einfacher dann geht. So, die Heizung, die stellen wir hier unten hin. Pflanze hier hinten hin. Mülleimer. Ja. Okay, Mülleimer müssen wir in die Mitte des Raums stellen. So, und jetzt haben wir eigentlich hier noch Platz für ja, ein Restroom. Oder habe ich irgendwas vergessen? Ach, natürlich habe ich was vergessen. Ich brauche ja unbedingt noch die Pharmatheke. Die brauchen wir natürlich hier. Okay, die Pharmatheke muss aber eigentlich auch nicht so groß sein. Ich baue die mal klein. Vielleicht haben wir später noch die Möglichkeit, hier noch irgendwas dazu zu bauen. Ich mache es einfach mal so. Hier die Pharmatheke. Auch wieder alles einmal kaufen. Heizung, Pflanze und Mülleimer. Diesmal passt es etwas besser. So, jetzt habe ich hier viel Platz wieder für meine üblichen Bänke, die ich ja dann dahin baue. Sieht eigentlich ganz gut aus. Ja, was noch fehlt, ist eigentlich den Personalraum. Den kann man später dann auch noch verschieben. Also der muss nicht hier bleiben. Ich baue den jetzt trotzdem einfach mal hier hin. Und ja, von alles ein bisschen mehr hier. Pflanzen 2 müsste reichen. Noch ein Fernseher dazu. Genau, hier den Fernseher hin. Feuerlöscher. Pflanze. Ah, vielleicht noch ein Heizkörper. Den wir hier hinstellen. Wie gesagt, das ist alles so ein Design, was ich mir jetzt erstmal so überlegt habe. Ob das jetzt klappt oder sinnvoll ist, werden wir dann sehen. Okay, und jetzt kommen hier die Bänke. Und da wollte ich jetzt eigentlich dann mal, vielleicht kann man sogar 2 reinbauen. Das wäre mal was. Also quasi hier eine Reihe. So, hier wäre jetzt ein Getränkeautomat eigentlich ganz gut. Und ja, theoretisch könnte man jetzt hier noch eine Reihe bauen. Ich glaube, das mache ich auch mal. Und jetzt auch noch hier ein paar schöne Pflanzen hier. Dass da keiner reinläuft, machen wir hier mal direkt 2, 3 hin. Vielleicht noch hier hin. Na, wobei, die steht ein bisschen blöd, falls da einer auf die Toilette will. Und da können wir sie nicht hinstellen. Da auch nicht. Okay, dann halt hier in die Ecke, wo wir sie auch nicht sehen. Gut, Getränkeautomat. Das brauchen wir doch und den lassen wir in die Richtung zeigen. Heizkörper wie immer hinten dran. Das habe ich früher auch mal so gemacht und fand ich eigentlich immer das absolut Beste, was man machen konnte. So, noch weitere Bänke. Ja, okay. Vielleicht noch hier? Ah, nein, dahin nicht. Nochmal hier ausschneiden, das drehen. So, also ja, insgesamt gerade mal Platz für, ja, 12 Leute. Da sollten wir vielleicht einfach noch ein bisschen auf Nummer sicher gehen. Zum Beispiel hier, was die Allgemeinmedizin angeht, können wir da noch was hinbauen. Und eigentlich auch noch eine weitere Reihe für die Psychiatrie. So, da haben wir insgesamt jetzt genügend Plätze. Was wir brauchen, ist unbedingt noch ein Getränkeautomat.
falls die Leute hier Durst bekommen. Und auch hier hinten, denke ich, können wir auch noch einen hinbauen. Ja. Hier so hin. Wie sieht's hier mit der Verteilung aus? Der... Okay, da hinten muss auf jeden Fall noch ein Heizkörper hin. Hier. In die Psychiatrie. Heizkörper. Da, direkt hier schön an der Couch. Da werden sich die Damen unter euch freuen. Jetzt immer ziemlich kalt. So, und dann noch hier Heizkörper vielleicht dann... Ja, okay, Feuerlöscher könnten wir auch mal hier positionieren. Heizkörper noch quasi einfach mal hier reingestellt. Ja, sieht ganz gut aus. Und hier unten fehlt auf jeden Fall noch was. Heizkörper, vielleicht können wir den hier an die Wand stellen. Ja, hat nicht ganz so viel gebracht. Vielleicht noch hier einen hin. Okay, da müssen wir dann hier ein bisschen aufdrehen und dann sieht das doch schon alles ganz gut abgedeckt aus. So, das war jetzt quasi unser erster, Moment, hier hinten könnten wir nochmal ein paar Bänke noch hinbauen, vielleicht nochmal 4 Stück. Und vielleicht noch, da wir ein bisschen Platz haben, Pflanzen. Nochmal noch 3 Stück, machen wir mal hier eine hin und hier neben den Getränkeautomat. Gefällt mir eigentlich ganz gut. Lassen wir mal so. So, jetzt brauchen wir natürlich noch ein zweites Gebäude. Und da kaufen wir jetzt das hier. Geld genug haben wir ja. Und ja, wo ist denn das Gebäude? Hier ist es. Und da brauchen wir jetzt auf jeden Fall eine Station. Dass wir da noch was erforschen können. Station, ja. Und das ist jetzt wieder... Muss ich jetzt mal gucken, wie ich die hier am besten platziere. Also auf jeden Fall so. Und wir lassen sie mal bündig hier abschließen. Vielleicht noch eins nach hinten. Bisschen größer ist immer da ganz gut. Ja, okay, die Tür. Hier den Schreibtisch. Das kann natürlich jetzt sein, dass da wieder nur... Ja, eigentlich müssten da 4 Betten reinpassen. Wenn man es gut baut, passen immer 4 Betten rein. Oh, da könnten sogar 5 Betten reinpassen. Checken wir das mal. Oh, da passen sogar 5 Betten rein. Dann nehmen wir doch 5. Ein Mülleimer, eine Pflanze, 2 Heizkörper. Nein, stopp. 2 Heizkörper und ein Feuerlöscher natürlich. Feuerlöscher machen wir hier an den Schreibtisch. Und die Heizkörper stellen wir mittig. Okay, ganz schön eng hier. Hätten wir vielleicht... Ja, ich glaube, ich lasse doch ein Bett, lasse ich mal Bett sein. Wie sieht das hier aus mit den Heizkörpern mittig? Das ist gar nicht mal schlecht. Dann positioniere ich jetzt an der Außenseite nochmal 2. Weil die Station bekanntlich, da soll man auf jeden Fall nicht frieren. Okay, hier auch noch ein paar Bänke. Nee. Na, da habe ich jetzt leider nicht so viel. Drei Bänke, ja, wobei ich würde lieber den Getränkeautomat dann hier irgendwie an den Mann bringen. Müssen wir mal hier gucken, dass wir den hier hinstellen. Dann können jetzt quasi nicht nur, können nur 2 Platz nehmen. Könnte natürlich kritisch dann sein, aber ja, weiß man jetzt nicht so genau, je nachdem, wie viele Leute dann in die Station müssen. Okay, die Bank können wir weglassen. So, ich würde sagen, das reicht erstmal. Was anderes können wir noch gar nicht bauen, wobei doch natürlich die Forschung noch. Die Forschungsabteilung. Und die bauen wir einfach mal hier unten bündig dazu. Ist ja eigentlich egal. Da können wir nämlich dann auch eigentlich 2 Schreibtische dann da reinbauen. Oder auch nicht. Ja, okay, wenn wir das so machen, höchstwahrscheinlich nicht. Ich drehe den nochmal hier unten. Na, könnte klappen mit dem zweiten Schreibtisch. Ja, zweiter Schreibtisch geht. Zweiter Aktenschrank geht auch. Mülleimer, Feuerlöscher ist hier immer gut, weil das Ding kann natürlich auch explodieren hier.
So. Und noch eine Pflanze hier oben. Und ja, ich denke mal, so viel erstmal zu der Planung von meinem neuen Krankenhaus. Und ihr seht, ich bin jetzt sogar in den Miesen. Da muss ich gleich dann in der nächsten Folge einen Kredit aufnehmen. Ich denke, das könnte ganz interessant werden. Da sollte man einfach wieder zuschauen. Also dann einfach bis dann. Ciao, ciao.